Im Alltagstest widmen wir uns diesmal dem neuen A7. Und dies hat seinen Grund. Denn der A7 hat etwas, was andere Modelle vermissen lassen. Klasse. Audi hat es derzeit schwer im Markt. Die Erfolge vergangener Jahre lassen sich nur schwer wiederholen. Einstige Must-Haves für junge, aufstrebende Familien wie der A4, der A6 und besonders das Flaggschiff A8 haben an Bedeutung massiv verloren. Mit dem Q8 und dem A7 gelingt es Audi aber wieder, die kaufkräftigen Gesellschaftsschichten jenseits der 50 zu interessieren. Gut, junge Leute finden teure Autos auch toll, haben aber entweder nicht die entsprechende Barschaft oder tendieren zu Modellen mit Brachialoptik, aber ohne besondere Eigenschaften. Wir befahren dieses Fahrzeug heute im Alltagstest und das wird jeder kennen, der schon mal eine Probefahrt bei einem Händler mit egal welchem Fahrzeug gemacht hat. Das Fahrzeug fühlt sich am Anfang immer sehr interessant und sehr gut an. Die wirklichen Macken oder was einen stört, das fällt immer erst nach einigen Tagen oder auch nach einigen Wochen auf. Interessant ist, dass der neue A7 die Weiterführung des sehr erfolgreichen ersten A7s ist und dieses Fahrzeug sehr gelungen scheint. Das ist sogar noch etwas besser gelungen als beim A8, den hatten wir letztens im Test. Und dieses Fahrzeug ist an Belanglosigkeit kaum noch zu überbieten. Aber der A7 hat seine Sportlichkeit beibehalten und gleichzeitig ist er noch unglaublich elegant. Und er ist natürlich in dem mittleren Segment das absolute Topmodell. Stichwort mittleres Segment. Dieses Fahrzeug verfügt natürlich über die Bodengruppe oder die Technik des A6, hat aber die Konnektivität, die innen drin die ganzen Apps und die ganzen Funktionen, die man so in so einem Fahrzeug haben kann, wie zum Beispiel Ambilight und, vom A8 übernommen. Und das ist sehr interessant. Der A8, den wir letztens noch hier an gleicher Stelle im Test hatten, dieses Fahrzeug macht auch sehr viel Freude, aber es wirkt noch deutlich wertiger als der A7. Das fällt gerade auf im direkten Vergleich. Wenn man die Türen zuschlägt, da ist beim A8 natürlich mehr Substanz. Aber er kostet auch einige 10.000 Euro mehr. Gut, der A7 ist ein toller Kompromiss. Vor allen Dingen, er ist sehr wendig. Und jetzt kommt noch etwas ganz Tolles. Beim A8 hatten wir den 50er Dieselmotor verbaut und dieser Motor passt auch sehr ideal zum A8. Er ist nicht übermotorisiert, auch nicht untermotorisiert. Was aber auffällt, hier haben wir den gleichen Motor, ebenfalls den 50er Diesel, und das Fahrzeug wirkt ganz anders. Natürlich ist er nicht so schwer wie der A8, dadurch ist er viel wendiger, spritziger. Dieser Motor macht unglaublich Freude und dieses Fahrzeug hat im Alltag auch seine Berechtigung, denn er ist nicht so groß wie der A8. Er hat trotzdem noch seine Möglichkeiten, im Stadtverkehr unterwegs zu sein, auch bei einer stattlichen Größe. Und dieses Fahrzeug ist wirklich auf dem Höhepunkt der Technik. Und genau da versucht Audi nun zu punkten. Denn auf die inneren Werte sind die Ingolstädter ganz besonders stolz. Auch wenn die Strahlkraft einer eleganten Optik und von sportlichen Accessoires höher ist. Der neue Audi A7 soll in seiner progressiven Designsprache Vielseitigkeit, Fahr- und Bedienkomfort mit Sportlichkeit vereinen. Mit dem neuen Gesicht soll die frische Generation des viertürigen Coupés dazu beitragen, Audi im weltweiten Wettbewerb wieder auf Spitzenposition zu führen. Scharf gezeichnete Linien und gewölbte Flächen prägen die Seitenansicht des A7 Sportback. Die tief angesetzte Schulterlinie zieht den optischen Schwerpunkt nach unten und soll so Dynamik vermitteln. Die kontinuierlich zum Heck ansteigende Fensterlinie sorgt bereits im Stand für eine kraftvolle Optik. Die massiven Radhäuser betonen den sportlichen Auftritt zusätzlich, auch wenn wir leider auf Winterrädern unterwegs waren. Ähnlich wie beim Vorgängermodell ist das Heck des neuen Audi A7 Sportback im Stil einer Yacht eingezogen. Bei 120 km/h Geschwindigkeit fährt ein Spoiler aus der Heckklappe aus. Auffällig ist, dass das Exterieurdesign des neuen Audi A7 Sportback weitgehend auf Chrom-Applikationen verzichtet. Der Einstiegspreis für den A7 50 TDI benennt der Hersteller aktuell mit 67.150 Euro. Der A7 hat genug Qualität, um seinen Eigner im Alltag glücklich zu machen. Die Verbräuche sind akzeptabel, der Komfort zeitgemäß und die Fahreigenschaften führen zu einem dauerhaften Lächeln. Wenn dann noch beim Tanken jemand respektvoll bemerkt, dass dies ja mal ein stilvolles Fahrzeug ist,
Dann weiß der Fahrer, dass er einerseits die Blicke auf sich zieht und sich andererseits von der Bastel-Tuning- und Tiefbreit-Laut-Fraktion deutlich entfernt. Trotz des verlängerten Radstands ist der Wagen sehr agil, was auch an der hervorragenden Hinterradlenkung liegt. Das aufpreispflichtige Extra variiert je nach Fahrsituation an der Vorderachse die Übersetzung. An der Hinterachse schlägt sie je nach Tempo gleich oder gegensinnig ein. Bei langsamem Tempo kann der Einschlag bis zu 5 Grad betragen, was den Wendekreis gegenüber dem Vorgänger spürbar vermindert. Um den Aufbruch in die Zukunft auch an der Heckklappe zu dokumentieren, ist die Hubraumgröße aus der Typenbezeichnung verschwunden. Vielmehr soll sie, wie beim A8 bereits geschehen, als Index für die Leistung des verwendeten Motors gelten. So ist der Diesel zum 50 TDI und der Benziner zum 55 TFSI geworden. Im Inneren setzt sich die Formensprache des Äußeren fort. 3 Monitore bestimmen Cockpit und Mittelkonsole, die weitgehend vom A8 übernommen wurde. Stolz ist Audi auf die neue Systematik eines Smartphones, welche die Funktionen mittels Icons darstellt und intuitiv ausgewählt werden kann. Der neu gestaltete Cockpitbereich will einerseits die markanten Elemente des Exterieurdesigns aufnehmen, aber auch eine, wie es bei Audi heißt, futuristische Lounge-Atmosphäre schaffen. Die in diesem Fahrzeug- und Preissegment üblichen Assistenzsysteme sind selbstverständlich vorhanden. Schaltbare Motorlager sowie Akustikverglasung auch an den rahmenlosen Seitenscheiben lassen weniger Abrollgeräusche in den Innenraum und steigern so ebenfalls den Komfort. Als erstaunlich sportlich wirkt der durchaus nicht leichte A7 auf der zügigen Ausfahrt. Spontane Gasannahme und druckvolle Leistungsentfaltung wirken zusätzlich auf den sportlichen Charakter. Das Fahrzeug verfügt über den Reiz des alten A8, die Alltagstauglichkeit eines kleineren Modells und den dezenten Status einer Design-Ikone. Kurz, mehr Auto brauchen wir nicht. Es ist perfekt. Es bleibt nur zu hoffen, dass die edle und cleane Ausstrahlung des A7 nicht durch jene Gesellschaftsschichten verwässert wird, die derzeit noch bevorzugt mit AMG-Coupés tiefer, breiter und basswummernd die Innenstädte unerträglich machen.